Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex. So, wir sind hier bei diesem komischen Zuhälter stehen geblieben. Und ich dachte mir, können wir noch mal kurz ein bisschen mit dem reden und was der hier so zu tun hat. Leave her alone or I'll have your ass picked up for pandering. You ain't no police. I own the police. Gotcha. This is gonna be good. Vollidiot. Das hast du davon. Also, richtig, ich gehöre nicht zur Polizei. Ich gehöre zu UNETCO. Ich stehe noch mal ein bisschen drüber, mein Freund. Kannst froh sein, dass ich ein guter Cop bin. Also ein guter UNETCO-Mann bin und dich nicht erschossen habe. Sandra Renton? Das ist doch die Tochter vom Hotelbesitzer. Was macht die denn hier? Ist die einfach eine Prostituierte geworden? Thanks. Sucks to get backed into a corner. I was trying to find the back way into smugglers. Smuggler? Hey, you shouldn't have took down Johnny. Soon as Jojo finds out. Your father asked me to look for you. He'd like you to come home. My dad shouldn't have hired a hitman. Stupid way to get himself killed. Who's this Jojo? You can't touch Jojo. He doesn't go out and there's only two ways to the warehouse. Warehouse? You think you can sneak into Osgood's at the park, but in the first place, it's locked. Looks like the fighting in the park has died down. And if you go underground, he's got laser tripwires, drone guns, military-type stuff, plus there are guards on the roof. Tell you what, I'll handle Jojo. You get home so your father won't have to worry. I can take care of myself. Alles klar. Gut, jetzt haben wir ein paar Sachen erfahren. Also das war Johnny. Und wieder mal hat man gedacht, dass wir ihn getötet haben. Der ist doch wunderbar. Dem geht's doch super. Der ist zwar gerade nur ein bisschen geschockt und dürfte vielleicht seit drei Tage lang übelste Kopfschmerzen haben und nicht mehr so richtig wissen, was eigentlich passiert ist. Aber ansonsten geht's ihm noch tipptopp. Was liegt denn hier rum? Oh Gott, oh Gott. Von New York First Federal National Bank. Achso, wieder nur eine Kontonummer und so weiter. Nicht so wichtig. Stay out of the town, bro. Bad shit going down. Nein, darum habe ich mich schon gekümmert. Du bist nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, Opa. Okay, das war Johnny, der Zuhälter, und Jojo hat das Lagerhaus. Dasselbe Lagerhaus, vor dem, ja, in das wir doch rein müssen, soweit ich weiß, oder? Was ist denn das hier? Ah, The Underworld. Sieht mir von außen aus wie so eine Bar, oder? Schauen wir uns doch mal um, wenn sie uns mal vorbeilässt, bitte. Danke. Vielen Dank. No weapons allowed beyond this point. Tja, ich bin aber nicht irgendein Punk, ich bin ein UNETCO. Polizist, Agent, was auch immer. Computerterminals, die interessieren mich gerade herzlich wenig. Ahaha. Bankterminals. Ich bin ja jemand, der hacken kann. 411 Credits. Ja, vielen Dank. So schnell macht man ein bisschen Geld. I am Roger from a drug dealer. We're talking about your wife, the Grey Death. I don't know. If I gave it to her, and it was cut... Jojo's good for it. People know him. He'd be hanging from a streetlight if he was selling their vaccine. Hey, Shay, Cape Cod. Here's a little vodka this time. Was? Guess I have to do something. Der Drogendealer Jojo verkauft also dieses Ambrosia, das die NSF anscheinend doch geklaut hat, oder? Okay. Macht die NSF Geschäfte mit einem normalen Drogendealer? Was ist eigentlich los? You would never yes. Just curious. I thought I heard you say Ambrosia. My wife has the plague. He already lost his daughter. Sorry to hear that. So do I trust some street punk called Jojo to get me pharmaceuticals? Trust him with my wife's life? I thought Ambrosia was an urban legend. Jojo probably just wants to sound like a player. I shouldn't get my hopes up. I don't know what to say. You just have to do what you think is right. I think you should do it. Ja, wundert mich nicht. Can I ask a question? Go right ahead. I'm looking around for a power generator, possibly hidden, large enough to power a building. You in real estate? I just need to find it. Oh, of course. You know, I tied in power at a place a few blocks south, a warehouse. Strangest thing, they wanted to conceal these gas-driven generators on the second floor. Didn't give a hoot if their own people got asphyxiated. How do I get over there? No way through the blockades now. We went over some rooftops to get there. There was a lift. The code was 3316, I think. Thanks for the tip.
Ah, vielen Dank für den Hinweis. Seht ihr, es bringt jede Menge, wenn man sich mit den Leuten einfach nur mal ein bisschen unterhält. Tja, was ist das denn für ein Kerl? Sieht irgendwie unheimlich aus. Pilot? Woher wissen wir das? Naja, weil er vielleicht eine Fliegerjacke anhat. Naja. Mind if I ask you a few questions? Hey, you look like the vigilante type. What if I said I knew where you could load up on military hardware? Where's that? That's valuable information. You'll have to come up with some kind of payment. How about liquor? I don't have any liquor. The bar's to my left. Ein Brandy. Na, dann holen wir uns doch mal einen von hier, oder? You work here. You must know the area. Heard of an old warehouse with an illegal power generator? Not exactly. But if you're looking for a warehouse, you should probably start in the warehouse district. Where's that? A few blocks south. Not a bad walk, but the riot police have blocked the roads because of the NSF. I'd like to check it out. Well, you may be out of luck. Even though one of the old warehouses faces onto the park, I don't know how you'd get inside. Sounds like a good place to start. Something to drink. Everything in the bar, snacks too, just 10 credits. Klar. Aber stimmt, sie hat mächtige Implantate, also ist sie auch ein Cyborg, huh? That's some heavy augmentation. Yeah. Ask you Natco, what's it to you? I'm in the business. Well, I was in an early program, okay? We can still polish a glass. Good luck with your business. Super Agent. Schon wieder eine, die angepisst ist. Ja, komm, jetzt. Gib mir einen Drink. Okay, nochmal. Ich möchte einen Drink. Ja, ein Bier. Beer, please. There you go. Ist das ein Brandy? Also, es gab noch Wasser und ein Schokoriegel, aber. What do you have for? Das Bier. You can have this beer. That'll do. His name's Smuggler. Real paranoid nut. Wires himself in with booby traps, but he knows things. There's stuff in the sewers that only Smuggler knows about. Thanks. Maybe I'll pay him a visit. Now I'll tell you something you can't hear from anybody but me. What's that? Area 51. You heard of it, right? Actually, I'd rather hear whether you know anything about a warehouse with an illicit generator. I worked out there. Most people think they got aliens from another planet, but I didn't see any flying saucers. You want to hear about it? I'll tell you. For the price of a beer. Noch ein Bier und erzählen Sie etwas über Area 51. Ja, ist klar. Irgendwie schwer zu glauben. Jetzt habe ich einfach ein Brandy mir von der Theke genommen, auch egal. What do you have for me? You can have this bottle of liquor. That one's warm. Get me something from the bartender. Eine heiße Info, zuerst muss ich was trinken, das habt ihr aber falsch übersetzt. Er hat gesagt, das ist schon warm. Hol mir was Frisches, Kaltes von ihr. Beer, please. There you go. Yep, ja, komm. Wir wissen. Dann erzähl uns mal was über Area 51. What do you have for me? You can have this beer. I appreciate it. Yep, I know for a fact it's not just for government research. I've seen all kinds of executives coming and going. I'm sure plenty of bureaucrats fly out there. Billionaires, big executives. I think the whole place has been taken over by a private corporation. Not likely. Something's going on underground. I'm a pilot, which means I didn't get any access to the main complex. But a lot of rock comes out of there. It's some kind of mine. But what I don't understand is why they're always laying more fiber optic cables. A pilot? What do you fly? Copters. You know what I think? I think that's where the UN moved Echelon 4 back when they promised they were going to stop spying on people. Surveillance is a very distributed technology. To centralize it in one large facility would be very unusual, even for the UN. I bet they did it. They want to centralize everything. Every computer on the planet. Ganz schön heiße Verschwörungstheorien, aber... Wie viel davon stimmt und was davon was wert ist, was er mir gerade erzählt hat, keine Ahnung. Aber naja, ich weiß schon mal, dass es einen Schmuggler namens Smuggler gibt, der mir Waffen besorgen kann. Ah, Sandra. You could at least let your father know you're all right. He knows where I am. You mad at him or something? No, but I don't want him running my life like he runs that cheap hotel. He doesn't do such a bad job. He never got nowhere because he never took chances. That ain't me. I'm gonna do things my way. I think you should be more grateful for what he's done. Let's leave it at that. Yeah, let's leave it at that. Earlier you said something about the smuggler. Tough guy like you? Figured you'd be a big customer.
He's got a basement place over near the subway entrance. You have to give him the password Bloodshot or he won't let you in. Ah, gut zu wissen. Jetzt haben wir endlich das Passwort. Jetzt kommen wir endlich rein. You the guy that helped Sandra? I think your friend is gonna be all right. What about Johnny? He's on his back in the alley. Serves him right. About time. What can you tell me about his boss, Jojo? Oh, Jojo, he's nothing, man. We used to go out. His body mods? Cosmetic. Scars? I saw him cut his face one time just so he'd look mean. Maybe I'll cap his ass, too. Well, if you ever want to get into the warehouse where he hides out, I know the code. It's 3316. Thanks. You've been very helpful. Wie hilfreich ihr alle zu mir sind, meine Güte. Da hilft man nur ein paar Leuten. Oh, 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 oh. Billardkugel. Yeah, eingelocht. Aber so richtig. Komm. Komm schon. Ja. Habe ich was drin? Bestimmt. Bestimmt alle drin, oder? Wie ein Meister spiele ich mir hier meine Runden. Oh ja, ich nehme einfach mal die falsche Kugel. Oh ja, macht das einen Spaß. Egal. Was bist du denn für einer? Reporter? Eigentlich sind Reporter schlecht, oder? Naja, kann mit dem kurz zu dem reden. Joe Green, Midnight Sun, glad to know you. What can you tell me about what's going on out there? Sorry, regulations prevent me from talking to the press. Regulations, huh? So you are part of the crackdown. Like I said, I have nothing to say. Too stylish for the National Guard? Too athletic for NYPD? You must be from UNATCO. I really can't be bothered right now. Okay, ich glaube, den lassen wir besser mal in Ruhe. Sonst quetscht er noch mehr Sachen aus uns raus, obwohl wir gar nichts sagen eigentlich. Ah, typische Reporter, ne? Die holen alles aus einem raus. Man braucht eigentlich gar nichts sagen. Schon die Aussage, kein Kommentar, sagt schon was aus. Gut. Hier versteckt sich wirklich nur Pisse. Und hier gibt's einen Ausgang. Ich denke mal, das ist einfach nur die andere Seite. Bestimmt kommen wir jetzt da hinten auf dem Hinterhof einfach raus, bei den Mülltonnen. Ein Landstreicher. Ja. Seht ihr, sag ich doch. Da sind wir. Und da haben wir jetzt noch einen Ort, den wir besuchen können. Und zwar die Klinik. Also das Krankenhaus. Auch wenn wir jetzt mittlerweile echt schon genug Informationen haben. Es gibt zwei Wege, von denen wir wissen, zu denen wir zum Lagerhaus kommen. Aber unterhalten wir uns auch mal mit den Leuten hier. I heard a lot of shooting outside. They told me to come in here. Naja, ob sie drin viel besser ist? Boah, jetzt sieht es noch schlimmer aus. Hässliche Frau. Sorry. Ah, ich bin mal so nett. Ich lasse mal das Licht an. Alright, cops are running scared. Reminds me of Washington. I was there when the NSF overran Squalnomi. Back when they were called the Northwest Secessionist Forces. Ich hab besseres zu tun, Jungs. Tut mir leid. Was hat der für eine Stimme? Ist ja widerlich. Hi. Please proceed to the examining room. Wäre die Grafik-Engine nicht so schlecht, würde ich sagen, du hast hübsche Beine, aber so ist das, naja, egal. Gut, was können wir denn hier am Rechner erfahren? Vielleicht irgendwas Interessantes? Wer weiß? Entschuldigung, alles tut mir leid. Nee, eigentlich. We accept all forms of digital cash. Please have your card ready. Nein, da stand gerade nur irgendwas von persönlicher Korrespondenz, also keine Zahl, keine Nummer, keine wertvollen Informationen. If you think you have Grey Death, please pick up an information packet. Informationsbroschüre? Ah, sie hat uns gar keine gegeben. Doofe Kuh. Egal, wir haben die graue Seuche eh nicht. Was mich eh frage, warum haben wir sie nicht? Sind hier nicht lauter Leute eigentlich hoch ansteckend? Hi, I'm in charge of law enforcement on this block. You doing all right? Yeah. They told me to come in here. Is that okay? Perfectly fine. Just making sure everyone's safe. Hey, while you're at it, you ought to do something about the NSF. Perfectly good shelter. You know what they're doing in this neighborhood? Kicked us out of the old Osgood place. A bunch of us camping in the tunnels. Talk about rights, but when they want something, they take it. Maybe I'll look into it. You take care of yourself. Ja, langsam, aber... Also, man merkt schon, wir können zwar aus den ganzen Gesprächen jede Menge Notizen und Informationen erhalten, aber mittlerweile hören wir überall dasselbe, oder? Ja, was soll man machen? Okay, da hinten reden Leute. Oh, da kommt mehr rein. Auch gut. Aber dafür bleibt keine Zeit mehr. Wir schauen uns das nächste Mal hier etwas weiter um und machen uns dann auf den Weg zum Lagerhaus, wenn es wieder heißt. Let's play Deus Ex. Mein Name ist Alex. Bis dann.